Freunde, moin moin aus Hamburg. Auf mehrfachen Wunsch hin werde ich jetzt die Reverse Dieting Serie starten, nach der My American Dream Serie. Und werde euch mal zeigen, wie ich die Reverse Diet angehe. Und es ist jetzt 19 Uhr und ich habe kaum was gegessen. Mein Pre-Workout war mein Protein Ice, wer es noch nicht kennt, die anderen Vlogs alle checken, ist da ganz oft drin. Mehr habe ich noch nicht gegessen, das heißt 300 Kalorien erst reingekriegt, jetzt gibt es den Rest. Und ich zeige euch mal, aus was ich das alles jetzt zauber. Hier ist gerade Brokkoli in Dampfgarer für die Micros. Julia hat Chili con Carne gemacht, das teilen wir uns 50-50 mit Rinder-Tatar. Dann gibt es die Mais-Minis, Käse, Kräuterquark leicht und noch das ein oder andere, aber das zeige ich euch gleich. Und dann erzähle ich euch kurz, wie ich die Macros jetzt langsam hochfahre und wieder mehr esse. Alright, frisch geduscht, mit Strubbelhaar, zurück in meinem Chemielabor. Und Chili con Carne habt ihr gesehen, was ich daraus gemacht habe, ist ein Auflauf. Kann man Chili con Carne Auflauf nennen. Ich gehe mal aus dem Licht, da ist Chili con Carne drunter. Und da habe ich noch reingemacht den Kräuterquark, 120 Gramm, schön reingerührt. So ein bisschen schön cremig wird, dann noch Reibekäse drüber, 50 Gramm und meine geliebten Brokkolis, die jetzt schön cross sind hier. Ja, das ist der Auflauf. Dazu gibt es die Mais-Minis Sour Creamy and Onion von Alnatura. Habe ich glaube ich noch gar nicht probiert. Ich kann gar nicht sagen, ob die geil sind. Auf jeden Fall passen sie vom Flavor super dazu. Das gibt es so nebenbei so zum Snacken, Dippen. Und dann gibt es gleich noch ein Dessert. Lasst euch überraschen. It's Dessert Time. Und es gibt die nächste Sorte von der Langnese Big Bite Reihe. Jedes Mal Vanilla mit Strawberry Soße. Und das ganze Ding hat tatsächlich nur auf 100 Gramm 4,6 Gramm Fett, 27 Carbs, davon 22 Zucker, war klar. Protein 2,1 und gesamt wiegt das Ganze 230 Gramm. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, ich glaube der ganze Pot hat roundabout, muss ich gleich mal schauen, 360 Kalorien nur. Und das ist ein richtig großer Pot. Dazu werde ich mir jetzt zum Reinbröseln ein bisschen knabbern, meine geliebten Cheerios abwiegen. Und zwar, Moment, I have to take a look, my fitness pal, 40 Gramm, die Bröse liegt dann immer da rein. Damn, 40 Gramm ist wirklich viel. Geil. I love carbs. Und egal welche. So, schaut mal rein. 40 Gramm. Der ganze Becher. Richtig gute Menge. Dazu das Eis und dazu werde ich mir noch ein bisschen Himbeer Raspberry Flavor Sirup drüber schütten. Strawberry, Raspberry, das passt ganz gut. Die Dreier Combo, die gibt's gleich. Und dann versuche ich euch mal wieder hier meine Macros zu zeigen. Ich hoffe, es klappt heute ein bisschen besser mit dem Zoomen. Jetzt. Alright, also ich war am Ende meiner Diät wirklich ganz am Ende bei 1850 Kalorien. Jetzt bin ich wieder bei 2050. Heute ist Mittwoch.
4 Tage nach dem Wettkampf. Das heißt, ich habe die Fats von 40 auf 44 gehoben. Die Kohlenhydrate von zwischen 150 und 200 auf wieder 240. Und Protein bei 155. Ballaststoffe sind heute deutlich zu hoch. Das kommt durch die Kidney Beans in der Chili Con Carne Geschichte. Naja, nicht so schlimm. Ja, so sieht es heute aus. 2050 Kalorien. Boah, der Zoom-Modus. Und werde das jetzt sukzessive hochfahren und aber auch nicht so langsam. Aber ihr werdet es mitkriegen. Ihr seht es dann. So, Freunde, entschuldigt noch meine etwas dünne Stimme. Es ist jetzt gerade 5 Uhr morgens, wo ich das Voice-Over aufnehme. Ihr seht jetzt kurz mein Rückentraining. Ich hatte ja vor dem Wettkampf mein Training umgestellt auf den Vierersplit, einfach weil die Intensität oder das Training dann für mich besser zu vertragen war. Ich werde das jetzt weiterfahren. Warum ich das mache, da werde ich noch ein eigenes Video zu machen. Warum ich jetzt seit, glaube ich, nach 2,5 Jahren mal wieder so einen Split fahre. Hab gesehen, ich habe Klimmzüge gemacht. In der Übung will ich einfach besser werden. Da habe ich, glaube ich, 6 Sätze, 8 Wiederholungen versucht. Hab leider nur 4 mit 8 geschafft. Dann nochmal 5 und, glaube ich, nur nochmal 3. Das will ich halt voll kriegen. 6x6, das ist hier. Dann die Pendlay Rows, das vorgebeugte Rudern. Komplett Stopp. Da Tipp immer, ihr seht, wenn ich unten nochmal immer angesetzt habe, immer noch erstmal den Lat nochmal festmachen und erst dann ziehen, rumfixieren. Dann meine geliebte Hammerstrench Maschine, der Pulldown. Für mich immer noch eine der besten Maschinen für das V. Und ihr seht, ich habe an den Tag wirklich ein Volumen Rückentraining gemacht. Das heißt, ich glaube, 5 Übungen für den Rücken und immer mindestens 3, wenn nicht sogar 4 Sätze. Das ist wirklich jetzt der Tag, an dem ich wirklich den Rücken richtig mit vielen Wiederholungen, vielen Sätzen versuche, einen richtigen Wachstumsreiz zu geben. Und ich merke jetzt nach der Wettkampfdiät, dass dieser Metabolic Rebound richtig gut reingeht. Da werde ich auch noch mal was zu erzählen in einem kommenden Video. Kraft geht richtig gut hoch, obwohl ich erst bei, habt ihr eben gesehen, erst wieder bei 2000, jetzt bei 2200 Kalorien bin, wo ich das aufnehme. Viel mehr Power, viel mehr Energie, Bock aufs Training, genauso soll das sein nach so einem Kaloriendefizit. Das heißt, ich gebe dem Körper jetzt wieder ordentlich Energie und er ist so nett und setzt diese Energie in gute Energie um im Training. Das ist noch eine Übung, die ich zusätzlich gemacht habe zu dieser Hammer Stretch Maschine. Das ist eine ziemlich ähnliche Bewegung für alle Leute, die diese Maschine nicht im Studio haben. Versucht mal die Variante aus. Die trifft ziemlich ähnlich die gleiche Muskulatur. Kann man an jedem Latzug machen. Dann noch die Überzüge. Hier jetzt mal im schönen weiten Griff. Die waren jetzt außerplanmäßig, haben wir die gemacht mit meinem Trainingspartner. Schöne Isolationsübung für den Latissimus, wie man auch sieht. Die war jetzt wirklich zum Ausbrennen. Da
das Letzte rausholen. Komplett isoliert. Eigentlich ist Bizeps-Training dann nicht mehr mit drin. Das mache ich am Schulter-Arm-Tag. Da mein Trainingspartner aber einen anderen Split fährt und auch den Bizeps priorisiert für sich, habe ich noch einen Satz mitgemacht. Oder die Übung noch mitgemacht mit 3 Sätzen. Seht ihr jetzt. War aber außerplanmäßig. Gut, ich hoffe, das Training gefällt euch. Ich hoffe, dass euch die Meals im Reverse Dieting gefallen. Ihr werdet jetzt gleich den nächsten Tag sehen. Ich switch gleich rüber. Oder was ist mit dem Tag? Ich weiß gar nicht mehr, ob es die Meals nach dem Training waren, ist auch egal. Auf jeden Fall sollt ihr mal sehen, was ich so esse, um in der Reverse Diet meine Kalorien wieder hochzufahren. Ich hoffe, dass auch das Trainingsmaterial hat euch gefallen. Und genießt den Rest des Videos, wo es jetzt nur noch ums Essen geht. Mein Lieblingsthema. Next day. Und ich höre gerade, ich sehe ein bisschen müde aus. Das kommt dadurch, dass quasi 24 Stunden vergangen sind. Und ich euch quasi bei diesem Reverse Dieting Vlog Series nur die Mahlzeiten zeigen will, die auch neu sind, interessant sind. Sonst esse ich ja oftmals auch das Gleiche, das wisst ihr ja. Es ist jetzt 19 Uhr und ich habe mir eine kleine Pizza gezaubert. Oh, ja, den Teig selber gemacht. Da sind noch Low-Fat Schinkenwürfel drauf. Low-Fat Käse, ein bisschen Zwiebeln und als Tomatenunterlage Salsa Dip. Das als Tipp. Ich habe ja bei meiner letzten Pizza von Alnatura diese Bolognese Soße genommen. Die hat relativ viel Fett und Eiweiß und ich wollte jetzt eigentlich nur Carbs haben. Und dieser Salsa Dip hat halt, ich glaube, auf 100 Gramm 30 Kalorien und ist eine wunderbare Unterlage, so als Tomatenunterlage. Zeuglärm, ja, in der Nähe des Flughafens. Ja, das ist die Pizza. Ja, richtig schön knusprig. Und das wird aber heute Abend nicht alles sein, sondern ich werde noch mit dem schönen Kakao von Immergut etwas zaubern. Da lacht Julia, warum? Immergut, ne? Das ist Immergut. Der billigste Kakao, den es gibt, ne? Und? Schmeckt der eigentlich? Hat die besten Macros. Ne? Der schmeckt. Und ihr werdet sehen, was ich daraus mache. Und einen Brownie mache ich auch noch. Den kennen die meisten aber auch schon. Aber ich zeige es euch später nochmal. Und jetzt wird erstmal die Pizza gegessen und Bloodline geguckt. Akzeptiert? Und Julia sagt ja. Top. So, was ihr nämlich Schönes aus dem Immergut-Kakao zaubern könnt. Hier sind 10 Eiswürfel drin. Ich werde jetzt mal euch kurz abstellen. Jetzt vom Kakao nehme ich 250 ml. Gieße ich dazu. Und dann kommt wieder mein geliebtes Santangan zum Einsatz. Ein Teelöffel. Einfach oben drüber. Und ich mache da noch ein ganz klein bisschen Flav Drops, sieht man vielleicht nicht, Toffee Flavor rein für den Toffee Geschmack, Schoko Toffee. Und so mache ich aus 250 ml Kakao, der ungefähr, was hat 100, hier hat gerade mal 38 Calories, also sagen wir 100 Kalorien. Maybe a little bit more, bin ich der gute Rechner. Das Ganze kommt wieder auf den Mixer. Und jetzt Ohren zu halten und dann spule ich mal ordentlich vor.
So, fast forward, was nämlich dabei rauskommt, ist dieser geile Pudding. So eine richtig gute Menge, den Rest mal ausgelöffelt und die Konsistenz ist auch richtig fluffig nice, so wie ich es mag. Machen wir den Taste-Test. Ja, hier seht ihr es. Consistency. Die Konsistenz. Consistency is key. Ja. Richtig schön Pudding. Und so gut wie keine Calories. Also der Kakao Santangam hat auch, weiß ich nicht, 10 Calories oder höchstens, wenn überhaupt. Ja, da werde ich jetzt noch ein bisschen Maple Flavor drüber machen, ein bisschen Zimt. Und dann tue ich das nochmal in Tiefkühler, während ich mir mal einen Brownie mache. Dann bleibt das schön kühl und wird noch ein bisschen, die Konsistenz wird noch wieder ein bisschen fester. Das als Tipp für alle, die gerade auf den Poverty Macros unterwegs sind, Diät machen, sich auf den Wettkampf vorbereiten. Da könnt ihr richtig Volumen machen. Wenn ihr das ganze Ding reinballert, 500 ml, habt ihr auch nicht viel mehr Kalorien halt entsprechend. Weiß ich nicht, 250 oder so. Und dann habt ihr das ganze Ding voll. Also richtig gut. Alright. Die ultimative Schoko-Kombi für alle, die Schoko-Cravings haben, für die wenigsten Calories, also Volumen ohne Ende. Mehr geht, glaube ich, nicht. Der Chocolate Brownie und der Kakao-Pudding. Both in full effect, hier zu sehen. Und ihr seht, ich habe noch 20 Gramm Cheerios gefittet. Sehr geil. Die werde ich hier noch so ein bisschen einarbeiten. Und machen den Pudding gleich natürlich nochmal. Werten den nochmal ordentlich auf. Der Brownie hat oben nochmal 20 Gramm Cashew-Butter oben drauf. Ja. Das war ein weiteres Reverse-Dieting-Meal oder zwei Meals. Ich glaube, ich packe die in ein Video zusammen und mache da erstmal ein Video draus. Das heißt, jetzt heißt es liken, abonnieren, schreibt mir, was ihr sehen wollt an Meals und ja, zeige euch nochmal die heutigen Macros. Gucken wir mal, was hinkriegt. Jetzt 2164, 42 Fats, 150 Carbs, 174 Protein. Das Protein werde ich noch jetzt langsam wieder runterfahren und die Carbs kontinuierlich hoch, die Fats auch auf 45 so langsam, aber ihr werdet es ja die Tage, Wochen sehen und wie gesagt, freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet.